Thomas Molitor von CrossMind. Er wird jetzt aufzeigen von einigen anonymisierten Beispielen seine Erfahrungen, wo er mit dem Dialog gemacht hat. Das ist heute Morgen auch zur Sprache gekommen. Im agilen Umfeld sagt man eigentlich, dass man miteinander sprechen muss, und sogar die Beschaffung hat dafür ein Hilfsmittel, das heißt Dialog. Und Thomas wird das jetzt erklären, wie das aussieht. Ja, herzlichen Dank für die zahlreiche Erscheinung und danke für die nächsten Minuten der Aufmerksamkeit. Es geht um den Dialog. Dialog aus meiner Sicht ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Beschaffung agiler Projekte. Ich möchte Ihnen Mut machen im Sinne der heutigen Vorredner, die schon unterwegs waren und heute Morgen auch schon, um diese Ballonfahrerinnen oder Fahrer zu sein, um auszubrechen aus den heutigen Strukturen, neue Wege zu erforschen und damit am Schluss für alle bessere Resultate zu kriegen. Kurze Einordnung zum Dialog, die ihn vielleicht noch nicht alle kennen. Der Dialog ist ein Hilfsmittel, das seine Anwendung insbesondere im offenen und selektiven Verfahren findet. Es ist auf Bundesebene schon länger, steht es zur Verfügung auf nationaler Ebene, auf kommunaler und kantonaler Ebene seit 2021, seit der Revision, und ist dort kontinuierlich wird das dann ein Mittel, das zur Verfügung stehen wird. Es ermöglicht im Grundsatz, dass die Partner vor der Eingabe, also bevor die Anbieter ein Angebot eingeben können, einen Austausch zwischen diesen Parteien. Es ist in dem Sinn ein Lernprozess, dass man über Lösungsansätze gemeinsam sprechen kann, verstehen und weiterentwickeln. Jedoch ist der Dialog auf komplexe und intellektuelle Beschaffungen beschränkt oder begrenzt. Was heißt das? Komplex heißt, dass die Lösung im Voraus nicht klar erkennbar ist. Intellektuell bedeutet, dass die geistige Leistung wichtiger ist als das Ergebnis selbst. Typischer Fall in der Softwareentwicklung. Wie passt jetzt Agilität und Dialog zusammen? Agilität ist das Hilfsmittel, wenn es um komplexe Problemstellungen geht. Komplex, wenn etwas komplex ist, dann ist der Erfolgsfaktor die Menschen, die Fähigkeiten besitzen, um diese Komplexität aufzulösen und beherrschbar zu machen. Und nicht das Produkt, das diese Geschichte lösen kann, weil es gibt kein Produkt jetzt für diese Problemstellung. Das bedeutet, wir brauchen die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten, um das auflösen zu können. Die richtigen Menschen und Fähigkeiten finden wir im richtigen Partner. Den Partner, den richtigen, finden wir, indem wir zusammen uns kennenlernen und austauschen können und ihn auch erleben dürfen. Und damit sollte der Fokus einer solchen Beschaffung auf den Kriterien der Zusammenarbeit und Fähigkeit liegen, also auf diesen Qualitätsmerkmalen, die wir auch heute Morgen gehört haben. Ich habe drei Fälle mitgebracht. Fall A, Kernsystementwicklung einer Software. Dort war die Vision klar, die Rahmenbedingungen teilweise unklar. Dann hatten wir den Lösungsansatz unklar, bis auf einige Lösungsmuster, die uns bekannt waren. Dann die künftige Entwicklung, auch ebenfalls unklar, wie das genau vollstatten gehen sollte. Beschaffungsvolumen über 10 Millionen, Vertragsdauer etwa 10 Jahre. Fall B, ging es eigentlich um ein Setting von verschiedenen Standardsoftwaren zusammenzubringen und das zu konfigurieren. Die Komplexität liegt im richtigen Zusammensetzen dieses Puzzles. Vision aber auch klar. Rahmenbedingungen größtenteils klar. Eben, das war dann weniger komplex. Aber
der Lösungsansatz sehr schwierig, weil die Sicherheits- und Schutzbedürfnisse extrem hoch waren. Künftige Entwicklung ungesichert, weil solche Lösungen, die hohen Schutzbedarf haben, mit technologischen Fortschritten von heute nicht übereinkommen. Also wie lösen wir das? Beschaffungsvolumen etwa 5 Millionen, Vertragsdauer 10 Jahre. Fall D, ganz ein kleines Ding eigentlich im Vergleich zu diesen beiden. Wir nennen das MVD, Minimal Viable Dialog. Vision klar, Rahmenbedingungen teilweise unklar, nicht alles geklärt, aber Lösungsansatz hier im Wesentlichen geklärt. Künftige Entwicklung, ja, müssen wir noch schauen. Volumen aber unter 1 Million über weniger als 5 Jahre. Und auch für diesen Ansatz wollten wir einen Dialog, oder für diese Ausgangslage wollten wir einen Dialog durchführen. Gut, wie haben wir das gemacht? Für alle drei Fälle haben wir gesagt, wir wollen einen passenden Partner finden mit den notwendigen Fähigkeiten. Das ist unser Ziel, die Strategie für die Beschaffung, der Verantwortung übernehmen will und einen cleveren Lösungsansatz bringt, technologisch wie aber auch durch die Fähigkeiten, um das beherrschbar zu machen. Beschaffungsgegenstand haben wir so designt, das ist der Partner mit seinen Fähigkeiten, der die Problemstellung, die wir beschreiben konnten, war der MVP, also ähnlich wie vorher die Vorrednerin. Wir haben den begrenzt auf diesen Teil, haben gesagt, das muss dann auch basierend auf dem weiterentwickelt und betrieben werden. Und wir haben noch diese Rahmenbedingungen, die jetzt klar sind. Zuschlagskriterien, 40% Zusammenarbeit. Davon haben wir 40% von diesen 40 im Dialog selbst geprüft. Dann zweitens die Lösungsfähigkeit, die Konzeption dieser Lösung, davon wieder 40% im Dialog geprüft, 10% die Präsentation und 20% der Preis. Ähnlich bei allen drei Situationen haben wir ähnliche oder sehr ähnliche Kriterien angewendet. Zum Dialog, wir haben in diesen drei Fällen haben wir ein selektives Verfahren bei allen gewählt, zuerst die Präquali. Wir wussten, es gab mehr Anbieter, sodass wir auf eine Shortlist kamen. Mit den Shortlist, mit diesen qualifizierten Anbietern gingen wir dann zusammen in Dialog über mehrere Runden, Angebotsabgabe, Final, dann Entscheid, Zuschlag. Durchlaufzeit im Fall A, dieser größere, 10 bis 12 Monate mit 4 Dialogrunden. Dialogrunden etwa 3 bis 4 Monate Durchlaufzeit. Der mittlere 6 bis 8 Monate, 2 Runden, 1 bis 2 Monate Durchlaufzeit. Und beim kleinen hatten wir 6 Monate in einem selektiven Verfahren mit 1 Runde Dialog innerhalb von 2 Wochen. Gut, wenn wir da reinzoomen, wie funktioniert so ein Dialog? Wie läuft der so von der Struktur her ab? Es werden üblicherweise wieder die Unterlagen für die qualifizierten Anbieter dann versendet, die auf der Shortlist waren, macht ein Frageforum, dass man klären kann, ist alles klar zu den Unterlagen, wie geht es weiter. Dann in allen Fällen hatten wir, dass wir wollten ein vorläufiges Angebot, das ist so eine Möglichkeit des Dialogs, man bittet die Anbieter um einen vorläufigen Lösungsweg. Sie schreiben mal grob auf, wie gedenken Sie, die Problemstellung zu lösen? Prozessual, vorgehenstechnisch, wie aber auch technologisch. Basierend darauf können wir dann den Dialog führen und Dinge verbessern gemeinsam. Zusätzlich wird die Dialogvereinbarung unterzeichnet. Das ist eigentlich ein Mini-Vertrag für diese Dialogphase, der regelt, wie wir zusammenarbeiten, was gilt, was nicht, wie ist die Entschädigung. Es wurden in allen drei Fällen die Anbieter entschädigt. Dann gibt es vor jeder Dialogrunde eine Einladung, die dann im Speziellen jede Dialogrunde die Details dazu klärt. Dann kommen die Dialoge. Wir haben das immer so aufgebaut, Vorbereitungsphase zusammen mit allen Anbietern. Man klärt so wie ein Kickoff, um was geht's. Dann gibt es separate Breakouts, spezifische Fragen zu klären, weil es geht immer um die Geheimhaltungsthematik, Urheberrechtsthematik. Und dann separat mit allen, immer in Einzelsessions, die Durchführung der Dialoge, die meistens Workshops waren. Workshops, die die Anbieter geführt, die Themen
uns durchgeführt haben, zu zeigen, wie das geht. Und dann eine Nachbereitungsphase. Dort purzeln Artefakte und Protokolle raus, Informationen, die zum Teil mit allen Anbietern geteilt werden. Und dann eine spezielle Form der Dialog ist der POC, ein Proof of Concept, in dem wir die Zusammenarbeit und das echte Arbeiten erleben zusammen, wie das geht. Wir ziehen also wie die erste Phase des Projekts rein in Dialog und simulieren das in dem Sinn zusammen. Auch hier ähnliche Struktur, auch hier mit jedem Anbieter separat. Auch hier kommen dann Artefakte und Protokolle raus. Aus diesen, all diesen Erkenntnissen folgt dann der endgültige Lösungsweg, der angeboten wird und eben anhand dieser Zuschlagskriterien, die ich vorhin gezeigt habe, bewertet wird. Die Dialogrunden im Sinne von diesem MVD, was haben wir da gemacht? Wir haben zwei Workshops gemacht. Der obere Bullet Point war der eine, oder die Themen, die wir behandelt haben in meinem Workshop, der zweite, der Bullet, dann der zweite Workshop. Im oberen ging es um, was ist die Vision, was sind die Bedürfnisse, was sind unsere Anforderungen, das zu teilen, zu diskutieren, zu verstehen. Aber auf der anderen Seite auch die ganzen technischen Thematiken im Lösungsdesign. Im zweiten Workshop ging es dann um die Zusammenarbeit. Es geht ja um die Partnerschaft mit dem richtigen Partner, um Menschen zu arbeiten, also dort ein großer Fokus. Und dann der Schwenk hin zum Vertrag und der Preisbildung am Ende des Tages. Ist das eine kommerzielle Geschichte? Die müssen wir zusammen regeln und das auch verstehen. Und verstehen, wo sind die Hindernisse in einem Vertrag, was nicht geht, was es unmöglich machen würde, um zusammenzuarbeiten. Und was, in welche Richtung möchten wir dort Commitments haben. Das zum NVD, dann im Fall B etwas, also sehr ähnlich, aber dort haben wir eben ein POC gemacht, anstatt von nur zwei Workshops, also ein Workshop und dann einen längeren POC. Und dann haben wir gewisse Elemente in diesem POC verschoben. Also wir haben dann die Visionsklärung direkt in diesem POC diskutiert und dann das die Architektur, die Diskussion auch direkt in diesem POC gemacht und dann auf Basis von diesen Ergebnissen etwas bauen lassen. Und im vierten Fall ist das dann noch ein bisschen noch aufwendiger, wenn man das so machen möchte, wo man das, sich noch mehr Zeit nimmt halt zu den einzelnen Themen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass der Dialog ermöglicht, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, sich gegenseitig wirklich gut kennenzulernen, eine Partnerschaft zu entwickeln, die eigentlich schon dort beginnt, Fähigkeiten und Lösungsansätze erleben zu lassen und das schafft am Ende Vertrauen für beide Parteien oder für beide Seiten oder dann eben auch nicht, weil man merkt, mit diesem Partner, mit diesem Lösungsansatz funktioniert es nicht oder mit diesem Beschaffer möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Es ermöglicht qualitativ passendere Angebote. Die Risiken werden aus unserer Sicht signifikant verkleinert, weil ich gewisse Dinge, die ich erst nach dem Zuschlag erleben würde, nach vorne holen kann in das Verfahren. Ich beschaffe damit sehr gut die agilen Projekte, das eignet sich ausgezeichnet für komplexe Gegenstände. Aber ich agilisiere durch dieses Vorgehen auch die Beschaffung selbst, denn ich gehe iterativ an ein Thema hin. Und das prägt ein agiles Mindset schon sehr früh, was sehr wichtig ist, weil die Beschaffungsstelle selbst auch diese Denke mitnehmen sollte, insbesondere dann für die weitere Zusammenarbeit. Der Dialog kann auch leichtgewichtig sein, anders als das vielleicht bis jetzt immer gesagt wurde. Man kann das extrem klein schneiden, ist nur eine Frage, wie man das macht. Einfach dort das Fokussieren auf das, was wirklich Wert stiftet. Und als Beispiel dieser MVD. In dem Sinn, Mut fängt an mit den wundervollsten Geschichten und ich fordere alle auf, lasst uns zusammen Geschichte schreiben. Herzlichen Dank.